Willkommen zur 12. Folge von Banjo-Kazooie. Wieder leider ich alleine, forever alone. Die nächsten Folgen werdet ihr mit Julia haben. Es hat sich leider jetzt so ergeben. Aber da sie ja sowieso ein gemeinsames Projekt ist, macht sie ja nichts. Ich werde versuchen, aber nicht zu weit voranzuschreiten. Stattdessen werde ich mich mehr auf das Einsammeln konzentrieren, als... als um das Sammeln der Puzzleteile. Mit dieser Attacke wirst du die Königin der Lüfte, Kazooie. Klingt super! Erzähle mir, Blindschleiche! Drücke X, während du fliegst, um Kazooie wie eine Rakete auf ein Ziel zu schießen. Wähle deine Ziele sorgfältig aus, da es dich jedes Mal eine rote Feder kostet, wenn du es einsetzt. Jetzt kennt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beibringen wollte. Also eine Flugrakete, das klingt doch mal geil. Ah! Das war alles Absicht. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Dann schauen wir mal. Ja. Das war alles geplant. Ah. Au! Hey Gumball, wie wäre es mit einem Wettrennen? Mit A geht's los, Fallgebären drücken B. Ha. Flitz zwischen den roten Stangen hindurch und sei schneller als ich. 3, 2, 1, go. Okay. Ha! Denkt nicht, dass ihr könnt, verdammt. What the... Du bist zu schlecht, das macht keinen Spaß. Sei nicht so, wir fahren noch ein Rennen, ne? Nein, bitte nicht. Also wir müssen erst den Move lernen. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen später nochmal in diese Welt zurückkehren. Aber jetzt will ich mal noch zu dem Walross. Ah! Naja, erstmal ein bisschen was gesammelt. Wow. Ah, da oben ist ein extra Leben. Ja. Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Bären glücklich. Okay. Ah, wir schießen scharf. Scheinen wir jetzt aber noch nicht zu gebrauchen. Ah. Deswegen mag ich keine Schneemänner. Es ist ja keine so große Welt. Allerdings ist sie doch ein bisschen verwinkelt, da kann man wirklich in jeder Ecke etwas finden. Das sind die goldenen Federn. Ah ja. Das war knapp. Ja.
Ah. Brr, das ist so kalt, ich könnte etwas Wärme gebrauchen. Aha! Nein! Das wollte ich gar nicht. Ah! Ach so, okay. Ich verstehe. Es gibt ja einen Erfolg, wenn wir alle Musiknoten einsammeln. 900 gibt es insgesamt. Ich mag einfach Schneelevel. Das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Was haltet ihr von Schneelevel? Schreibt mal in die Kommentare. Oh Gott, nein! Au. Ja, aber... das darf keiner sehen. Das darf keiner sehen, die Fails. So, da war das Rennen. Wo ist dieses Walross? Oh, wartet ab, ich mache euch alle fertig. War das Walross vielleicht da oben? Ja, da ist es ja. Ich bin mal gespannt, was es zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Nach der letzten Folge. Hi. Schon wieder dieser Bär. Nimm die orangefarbene Nervensäge und lasse den armen Busser alleine. WTF, was ist das? Huch, ein Schlüssel aus Eis. Den sollten wir gut aufheben. Ah. Wofür könnte man einen Schlüssel aus Eis gebrauchen? So. Hier werden die Rennen gefahren. Meine Musiknoten. Wenn man mal überlegt, ohne das Sammeln wären solche Spiele um mindestens 2/3 kürzer. Hallo! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ah, also wenn ich tot bin, sind auch die Geschenke wieder weg. Es ist ja Zeit, dass wir diesen Schneemännern mal eine Lektion erteilen. Ja, sehr gut gemacht, Florian. Du hast ihn gezeigt. Sorry. Das war jetzt einfach richtig befriedigend. Da.
So, wo könnte hier noch etwas versteckt sein? Na gut, die eine Musiknote haben wir noch nicht und da in dem, in der Pfeife war auch noch was. So. Hier sind nur Eier. Ach, da haben wir ja auch keine mehr. Na los, Benjo! Da! Ganz ruhig, Benjo, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Du schaffst das! Jetzt muss ich auch mal was ausprobieren. Nein! Oh Mann. Das ist nicht unbedingt einer meiner besten Folgen. So. Hä? Haben wir nicht eben schon ein Geschenk eingesammelt? Leute, diese Folge habe ich echt keinen Erfolg. Diese Folge habe ich echt keinen Erfolg, so rum. Aber überhaupt keinen. Nein, das will ich doch gar nicht. Nein! Dann muss ich halt genauer treffen. Hurra, finde den Stern und ihr werdet belohnt. Das ist doch da oben der. Also was anderes kann es nicht sein. Ich meine, der leuchtet sogar. Wo soll hier sonst ein Stern sein? Ich sehe keinen Stern. Das kann nur da oben der sein, sorry. Aber ich will ja noch was ausprobieren.
Eine Feder langt dafür aber leider nicht. Eine Feder reicht dafür nicht, so rum. So, das dürfte reichen. Ah. Und zwar will diese komischen Zielscheiben da. Aha! Ja, komm, komm, komm! Oh, Glück gehabt! Oh, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn! Oh. Und damit haben wir den fünften Teil des Puzzles eingesammelt. Den fünften Stern wollte ich gerade eigentlich sagen, aber wir sind ja nicht bei Super Mario. Ah, trotz diverser Ähnlichkeiten. Ah. Ja, ich bin ein Geschenk. Glückwunsch. Ich hoffe, du bist jetzt stolz auf dich. Ah. Das ist ja schlimmer als jede Artilleriesequenz in Call of Duty. Also es müssen drei Geschenke sein. Wow, danke, brauner Bär. Die Frage ist natürlich jetzt, wo diese Geschenke versteckt sind. Eins haben wir ja noch da oben. Aber damit haben wir auch nur zwei. Und es fehlt ja bekanntlich dann 1:3. Oh, shit. Shit, shit, shit! Fuck! Ah. Ah. Also, vermeintlich so oft gestorben in dieser Folge sind wir ja noch nie. Und dann zweimal durch dasselbe. Okay, bevor ich noch ein Leben verhunze, beende ich die Folge an dieser Stelle. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, nächste Folge habt ihr mit Julia das Vergnügen. Die Folge war jetzt mal gechillter, bisschen ruhiger. Wir haben ein bisschen was gesammelt, bisschen die Welt erkundet. Und Kisui langweilt sich und wird mir gleich wieder auf den Kopf hauen. Ja, ich kenne ja meine beiden. Also, bis dann. Ciao.